Inside Star Citizen. Unser Blick hinter die Kulisse der Spielentwicklung. Heute geht es um zwei neue Waffen und nicht nur um zwei neue Waffen, sondern um neue Schadenstypen. Wir schauen uns an, was das Programm Keyshot ist. Und unser Mobiglas wird erweitert um die Player Trading App. Spieler, die von diesem Ding getroffen werden, werden gegrillt. Mit diesem Gewehr fühlst du dich wie Gott. Es ist, als würde man Blitze vom Himmel werfen. Elektrischer Schaden ist ein neuer Schadenstyp, der sich aus verschiedenen anderen Schadenstypen zusammensetzt. Ein bisschen Energie, ein bisschen Distortion, ein bisschen Stun, also Lähmung. Die bisherigen Schadenstypen sind eher direkter Natur. Feuert man mit einer ballistischen Waffe oder Laser, dann verletzt oder tötet der Schuss. Es gibt keine besonderen Nebeneffekte. An dem sogenannten Elektronenschaden, konnten sich die Designer etwas mehr austoben. Die Effekte werden wir im neuen Melee-Schadenssystem kennenlernen. Neuer Schadenstyp bedeutet neue Waffen, bedeutet neuer Waffenhersteller. Hier hat man sich, ganz kreativ, die Lightning Bolt Company erdacht, das Lichtblitzunternehmen. Dabei handelt es sich um eine Kooperationsmatrix, wird hier erzählt. Als erste Produkte hat man sich für ein Scharfschützengewehr und eine Pistole entschieden, weil sie beide Enden eines Spektrums bilden. Zu dem Zeitpunkt, mit der die Modellierung der tatsächlichen Waffen im Spiel begonnen werden soll, startet alles auf der Webseite, auf der die Entwicklung der Waffe bis zu dem Zeitpunkt dargestellt wird, an dem sowohl ein Konzeptstück als auch das gesamte Konzeptmodell dargestellt wird. Dann wird alles in Keyshot gerendert. Das Rendern eines Bildes, der Animation eines Modells oder sogar einer ganzen Szene ist ein wichtiger Schritt bei der Erstellung von Modellen und Objekten. Dabei ist das Rendern im Regelfall ein statischer, sehr rechenintensiver Vorgang, den man immer wiederholen muss, wenn einem das Endergebnis nicht zusagt. Das hier genannte Programm Keyshot hingegen ist ein Programm zum CPU-basierten Echtzeit-Rendering. Echtzeit bedeutet, jede Änderung, die man am bereits gerenderten Modell vornimmt, von Material, Geometrien und Beleuchtung bis hin zu Kameras und Animationen, ist sofort sichtbar, noch während man an seinem Konzept arbeitet. Dadurch ermöglicht das Programm Keyshot es, das Ergebnis innerhalb weniger Sekunden zu bewerten. Kein Hin- und Herwechseln mehr zwischen den Render-Modi, kein endloses Warten, um zu sehen, wie das endgültige Rendering aussehen wird. Noch während man also mit Keyshot bereits das Endprodukt sieht, kann man das Modell immer noch weiter ausarbeiten. Ziel ist es, alles auf eine funktionierende Ebene zu bekommen. Bis dahin bedeutet das im Regelfall eine Menge Änderungen, bis es nicht nur gut aussieht, sondern auch quasi realistisch funktioniert im Spiel. Scharfschützengewehr und Pistole arbeiten dabei völlig unterschiedlich. Das Scharfschützengewehr hat eine große Feuerkraft, ist dabei aber sehr langsam in der Schussfolge. Obwohl es in diesem Fall ein Hightech-Gewehr ist, hat es einen manuellen Nachlademechanismus. Das hat CRG gemacht, damit es sich mächtiger anfühlt im Spiel, wenn man auf seinen Charakter sieht, wie er den Hebel am Gewehr zum Nachladen zurückzieht. Der Vorteil von Elektron ist, dass der Blitz auf mehrere Ziele überspringt, wobei er bei jedem Übersprung etwas Kraft verliert. Einige Schlüsselelemente der Blitzenergiewaffen sind die sich bewegenden Teile, was sie deutlich von den regulären Waffen unterscheidet.
So hat das Scharfschützengewehr an der Seite Lüftungsauslässe, die sich öffnen, und Pins, die sich drehen. Diese Elemente findet man auch auf der Pistole, die im Grunde genommen eine verkleinerte Version des Gewehrs ist. Die Pistole schießt natürlich schneller als das Scharfschützengewehr, hat dafür aber weniger Kraft, was bedeutet, dass man vielleicht zum zweiten Mal einen Gegner treffen muss. Auch hier ist das Aufladen ein mechanischer Vorgang. Alles in allem ist die Entwicklung und Umsetzung dieser Energiewaffen nicht einfach. Aber der potenzielle Spielspaß ist es CIG wert, diesen Aufwand zu investieren. Nicht nur der Spielspaß, sondern auch der Spaß für das Team der visuellen Effekte. Als feststand, wie die Gameplay-Loops dieser Waffen ablaufen würden, hat das VFX-Team seine Arbeit aufgenommen. Das umfasst zum Beispiel die Frage, welche Effekte auf getroffenen Avataren platziert werden und wie die Effekte je nach Energiegrad aussehen. Oder wie der Blitzeffekt an den Waffen entlangläuft, wie er zwischen den Zielen überspringt und wie er sich auf diese auswirkt. Auch das System zum Aufladen der Waffe muss natürlich entsprechend visuell gestaltet werden, genauso wie das Entladen. Es gibt also eine Tonne interessanter Aspekte, die bei der Entwicklung der Effekte berücksichtigt werden müssen. Wenn die Waffe abgefeuert wird, setzt sie diese starke elektrische Bogenladung frei, die sich am Ende des Laufs in Richtung des Ziels ausbreitet. Dazu werden unter anderem Strahlenblenden und Nachlaufbegrenzer benutzt, um diesen Blitzbogeneffekt zu erzeugen, der damit so wirkt, als würde er vom eigentlichen Mündungsfeuer ausgelöst. Die Effekte auf dem Ziel selber sind dann im Grunde genommen auf der GPU erzeugte Funkenpartikeleffekte, was ein langsam nachlassendes elektrisches Knistern simuliert. Im Grunde genommen eine Mischung aus Texturen und einer gewissen Distortion, Verzerrung. Wird man wiederholt getroffen, verursacht das eine Elektronenentladung, die wie eine Mini-Explosion ist und allen, die sich in der Nähe aufhalten, ein wenig Schaden zufügt. Das kann dann zu einer Kettenreaktion führen, wenn die Ladungen wieder auf andere Personen überspringt, was eine Welle an Plasma und Elektrizität auslöst. These two weapons are of the lethal variety of electron and there are many kind of aspects we can play with. Diese beiden Waffen bilden die Grundlage für zukünftige nicht tödliche Waffen wie zum Beispiel den Taser. Wobei das nicht missverstanden werden soll. Diese Elektronenwaffen sind absolut tödlich und werden dem Gameplay von Star Citizen eine Menge neuer Spielaspekte hinzufügen. And it looks better every single time somebody does their pass on things. In addition to our first Electron Damage FPS weapons. Neben diesen beiden neuen Waffen kommt mit Alpha Patch 3.10 die neue Player Trading App, die Spielerhandels-App, ins Spiel. Es ist die erste Iteration einer neuen MobiGlass-Menü-Option, die in den nächsten Monaten immer weiter ausgearbeitet wird. So a key feature in any MMO is ein Schlüsselmerkmal in jedem MMO ist die Fähigkeit der Spieler, Waren und Leistungen miteinander zu handeln und sich gegenseitig für diese Waren und Leistungen zu bezahlen. Man möchte einem anderen Spieler ein Objekt geben oder ihm ein Raumschiff abkaufen oder auch einfach für eine Reise von A nach B entsprechend bezahlen. Das sind die Kernaspekte in jedem MMO und die fehlen in Star Citizen schon seit geraumer Zeit. Mit der Player Trading App wird das nun aufgelöst werden. Bis dato hatten wir die Service Beacons im Spiel, mit denen ein Service angefragt und nach Abschluss vergütet wurde. Allerdings werden solche Anfragen an jeden im Verse gesendet und war eher eine alles grob umfassende Notlösung. Die Player Trading App wird nicht das Allheilmittel sein, sondern in kleinen Schritten entwickelt und ausgerollt. In der ersten Iteration werden wir Spieler zuerst in die Lage versetzt, Mitspielern Alpha-UEC und Merit-Beträge zu schenken. Das wird zuerst nur als Einmaltransaktion funktionieren und begrenzt sein auf diese Ingame-Währung, sprich noch keine Objekte oder gar Raumschiffe. Das ganze Thema klingt einfach, ist aber technisch sehr komplex, denn letzten Endes geht ein Besitztum eines Accounts auf einen anderen Account über.
Deshalb entwickelt CRG zuerst die einfachste Variante, schaut, ob und wie es funktioniert und vor allem, wie die Spieler damit interagieren, nicht nur im konstruktiven Sinne, sondern auch hinsichtlich von Problemen und Lücken, sogenannten Exploits. Das muss alles sauber und funktionierend aufgesetzt werden, bevor man sich an die komplizierteren Themen heranwagt. Wie zuvor gesagt, wird die Player Trading App ein weiteres Menüfenster im MobiGlass sein. Das basiert auf dem neuen Building Block System. In diesem Menü kann man jeden Spieler auswählen, unabhängig davon, ob er auf dem aktuellen Instanz-Server oder auf einem anderen Server oder auch offline ist. Genau wie aus der Kontaktliste wählt man den gewünschten Spieler aus, tippt den Währungsbetrag ein, drückt den Senden-Knopf und bestätigt abschließend noch einmal den Überweisungs- bzw. Schenkungsbetrag. Dieser Vorgang und damit verbunden die App generell wurde jetzt erst möglich durch die neue Unified Friends List der konsolidierten Kontaktdatenbank, auf deren Basis gewaltige Datenmengen innerhalb kürzester Zeit durchsucht werden können. Dadurch werden wir nun in die Lage versetzt, einen Namen einzugeben und sofort ein Ergebnis zu erhalten, um dann die gewünschte Aktion durchzuführen. In den zukünftigen Iterationsschritten wird es ein Handelsfenster geben, wo man wie auf einem Basar auf beiden Seiten alles sich gegenseitig anbieten kann, von Geld über Gegenständen bis hin zu großen Objekten und sieht, ob und wie man sich schlussendlich handelseinig werden kann. Die handelbaren Gegenstände sind dabei übergreifend alles, also von Ingame-Währung über persönliche Gegenstände, Waren, Waffen bis hin zu Raumschiffen. Das ist aber, wie man sich vorstellen kann, ein sehr komplexer Layer, an dem man sich in kleinen Schritten heranarbeiten muss. Hinzu kommt bei diesen Aspekten ja nicht nur das Besitz-Eigentum, sondern auch der Standort des jeweiligen zu handelnden Objekts. Das wiederum führt zu der Überlegung, dass CRG in einer entfernteren Zukunft auf den Cargo-Decks Bereiche ausweisen möchte, in denen man handelbare Objekte oder Waren platzieren kann. Sobald man sich handelseinig ist, können diese dann zum gewünschten Zielort des Empfängers, einem anderen Cargo-Deck im Verse, transportiert werden. Und hier kommt dann wieder das Warentransportsystem von Star Citizen zum Einsatz, einem weiteren Gameplay-Kernelement des Spiels. Und das war's mit dem Inside Star Citizen für diese Woche. Am Sonntag um 11 Uhr kommt auf www.sternenwanderer.org die nächste Folge vom Old Jagger um 11 Uhr online. Und der gute Brubaker arbeitet weiter an seiner Seite. Hier erfahrt ihr unter anderem alles zur anstehenden Wahl in diesem Jahr. Lest euch das gerne mal durch. Und es gibt auch einen Rundgang im Sinne eines schriftlichen Zeitungsartikels über die Invictus Flight Week. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Es gibt unheimlich viel zu lesen und zu entdecken. Und die Seite wird sukzessive weiter ausgebaut. Die Übersetzung heute wurde euch ermöglicht von der Community auf tippi.com. www.tippi.com/astrosam kommt gerne dazu. Ich freue mich, bedanke mich für eure Unterstützung und wünsche euch auf diesem Wege ein wunderschönes Wochenende. Bis dann. Cheers. We'll see you next week.